So, Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Flash. Diesmal von Cybershock. Wie immer habe ich so viel Ahnung wie sonst auch, was hier in diesem Spiel passieren wird. Deswegen würde ich sagen, wir drücken todesmutig auf den Play-Button. Und wir spielen das Ganze natürlich auf, ach komm, auf Medium. Okay, wir sehen, ich kann schießen. Ich kann mich bewegen. Und es ist so eine Art Gym. Oh Gott. Kommentieren wird in diesem Spiel sehr schwierig werden. Freunde. Es ist so eine Art Geometry Wars. Das heißt, Schüssen ausweichen und gleichzeitig viele Gegner erledigen. In 2D. Das finde ich gut. Aber irgendwie ist das Internet überladen mit solchen Spielen, ehrlich gesagt. Okay, wir werden es nichtsdestotrotz spielen. Natürlich. Wir sehen oben unsere Anzeigen. Wir haben wenig Firing Speed. Das müssen wir mal ein bisschen ändern hier. Ja, so, jetzt habe ich mehr Firing Speed. Wir haben so relativ viel Speed. Wir haben relativ hohe Feuerpower. Obwohl, naja, relativ hoch ist irgendwie anders. Und wir haben. Oh Gott, was ist jetzt los? Oh, ganz viele. Was? Okay, was ist hier los? Was ist hier nur? Oh Gott. Ich bin auf einmal total über oder so. Wir sehen oben meine Health-Anzeige, die steht momentan bei 85, wenn ich das richtig sehe. Aber ich kann da gerade gar nicht so drauf achten, weil ich viel zu sehr mit dem Mainstream beschäftigt bin. Oh mein Gott! Viel zu viele Effekte. Und für die, die es noch nicht bemerkt haben, ich bin der blaue Punkt da, der die ganze Zeit so lustig rumschwirrt. Aber ich denke mal, das werdet ihr euch schon gedacht haben. Oh Gott. Dieses Spiel ist überhaupt nicht hektisch oder so. Oh, boah, jetzt kommt noch ein Boss. Hallo Boss. Was geht ab? Oh komm, ich will diese Power-Ups hier. Ich will diese Power-Ups hier. Ich will diese Power-Ups hier. Danke. Oh, jetzt stürmigst du. Du wirst gleich nicht mehr unter den Lebenden weilen. Weil du stirbst. Und warum ist auf einmal alles langsam? Man weiß es nicht. Und er ist down. Da geht er down. So. Aber unsere Balken da oben gehen nicht sonderlich hoch, obwohl wir so viele Items einsammeln, ne? Scheint wohl ein bisschen darauf ausgelegt zu sein, dass man das länger spielt. Merkt man auch einfach daran, dass man, oh Gott, bei einem Treffer relativ wenig KP verliert. Und wir sind schon bei Welle 7. Das kriegt man eigentlich kaum mit. So, jetzt hier noch ein bisschen Gesundheit. Boah, ist das ein hektisches Spiel, Leute. Das geht ja mal gar nicht klar. Na, geh weg! Ich will dir ausweichen. Und ich bin gleich tot. Juhu! Um Gottes Willen! Welle 8, yay! Wir haben mehr Speed! Geht mir. Oh, tot, ja. Juhu, you died! Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wir nehmen gerade mal 3 Minuten auf. Dann gehen wir nochmal ins Main-Menü und spielen nochmal auf Hard. Weil mich interessiert, wie das auf hart aussieht, ja. Eindeutig härter. Hätte das gedacht. Aber mal gucken, wie ich mich jetzt hier anstelle. Ich bin gerade eben bis Wave 7 gekommen. Wave 8? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Werde ich dann ja gleich in der Wiederholung sehen, dann werde ich es hier nochmal einblenden, wenn ich es selber nicht bemerkt habe. Ja, ich bin gleich schon wieder tot. Jetzt geht mir doch alle mal von der Wäsche hier. Mann! Ernsthaft. Wenn ich das gerade auch gerade richtig gelesen habe, gibt es nur, sage ich jetzt mal, 30 Wellen. Das heißt, ich werde es gleich nochmal auf Mittel versuchen und versuchen mal das Ganze hier durchzuspielen. So, ah, jetzt haben wir Zeitlupe eingesammelt. Das heißt, ich kann jetzt genüsslich schön alle weghauen. Das ist ja wunderbar. So, wir kriegen massig Items. Und jetzt geht's wieder schnell weiter. Ich bin aber froh, dass wir nicht allzu groß sind, weil dann würde das Ganze hier schwieriger aussehen. Boah, ist das eine Konzentration, Leute. Ihr glaubt das ja kaum. Es ist echt schwierig, dabei zu kommentieren.
Komm schon, ich hau euch alle weg. Oh, ich bin gleich schon wieder tot, wenn jetzt nicht gleich ein bisschen Lebensenergie kommt. Aber dieses Spiel ist auf hart nicht sonderlich gnädig. Doch, hier haben wir einmal Health und da haben wir auch einmal Health. Und da haben wir noch einmal Health. Aber das heilt jetzt nicht so viel wie auf... Rechtsklick. Wie auf normal. Aber den Boss werde ich ja wohl noch umhauen können. Was tue ich? Das ist das Einzige, was mir gerade auf dieses Spiel einfällt. Wir haben irgendwas bekommen. Ah, jetzt haben wir wieder, jetzt sind wir wieder Big Man. Also können wir jetzt wieder hier alle umrupfen. Ja. Ja, und jetzt kommen natürlich kaum Gegner, ist klar. Und ja, kaum habe ich Titan wieder weg, dann kriege ich wieder 20 Gegner an den Kopf geklatscht. Super. Dieses Spiel ist auf hart eindeutig hart. Ja, okay. Ich probiere das Ganze nochmal auf normal, weil ich jetzt ein bisschen ehrgeizig geworden bin. Gucken. Das wird jetzt aber auch der letzte Run sein. So, wir sind unbesiegbar. Yeah, geil. Unbesiegbar ist immer eine gute Sache. Es sei denn, der Gegner ist unbesiegbar. Dann ist das nicht so gut. Okay, wir kriegen jetzt gerade richtig viele Items. Was soll das denn jetzt hier? Nicht, dass ich mich beschweren würde oder so. Aber gerade haben wir nicht annähernd so viele Items bekommen. Vor allen Dingen nicht auf dem ersten Level. Oder das war schon das zweite. Yay. Okay, okay, geh weg. Mann! Verpiss dich, Junge. Guckst du auf. Gehst du weg. Ja, ich kann in diesem Klang nicht sonderlich gut sprechen, ich weiß. Ich würde ja jetzt gerne mehr zum Spiel sagen, aber es gibt im Grunde nur zwei Gegnertypen, über die man jetzt auch nicht sonderlich viel erzählen kann. Der eine schießt, der andere rast einfach wild geworden auf dich zu und ist schneller als der schießt. Und es gibt ein paar Power-Ups, das habt ihr jetzt auch alle schon gesehen. Deswegen kann ich jetzt nicht sonderlich viel sagen. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, dass ich hier jetzt mal alle 30 Wellen überlebe. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. So, jetzt hier noch ein bisschen mehr Firepower. Das sind, glaube ich, inzwischen nur noch zwei Schüsse, die ich denen geben muss, bis sie aus dem Leben scheinen. Wir haben gerade eine Zeitlupe bekommen. Wo bin ich überhaupt gerade? Ach, da. Ja, kurze Übersicht verloren, weil wegen auf Anzeigen gucken und so. So, den Boss werden wir jetzt auch schnell umrupfen. Aber vorher werde ich mir noch die Items da unten alle sichern. Na, komm, Health, yo, geil. So, und jetzt ist der Boss doch kein Problem mehr. Oh Gott, wo ist denn meine Maus auf einmal hin? Hallöchen, ey. Hallöchen, Maus. So. So, der Boss fällt um. Wir fliegen durch... Oh Gott. Durch seinen Frack. So. La, überhaupt nicht hektisch. Warum denn auch? Das sieht gerade nach so viel Skill aus. Dabei drücke ich einfach... Random auf meine Taste. Jetzt lasst mich anders heran, danke schön. Ich glaube aber, es ist eine gute Taktik, so ein bisschen im Zickzack zu fliegen, weil einem dann die Gegner nicht so oft treffen. Bei welcher Welle sind wir jetzt überhaupt gerade? Ich habe es nicht gesehen und ich habe jetzt gerade keinen Bock auf die Anzeigen zu gucken. Und ich bin tot. Ja, super. Aber ich glaube, das reicht als Eindruck für dieses Spiel für heute. Ich bin, glaube ich, jetzt bis Welle 7 gekommen. Auf normal, auf hart, habe ich schon wieder vergessen. Ich werde das einfach mal hier jetzt als Resümee einblenden. Und ich würde sagen, das war's für... Ich habe den Titel des Spiels vergessen. Yay! Wir sehen uns beim nächsten Let's Flash. Und rein! So, Aufnahme.